Okay. Nach 400 Metern auf A1 fahren. So, hi, ich bin hier noch gerade auf dem Rastplatz und fahre noch eben runter. Ich bin in Lichtendorf, Ionity Süd habe ich jetzt gerade geladen. Mein einziger Ladestopp auf der Tour zurück nach Hause vom Nürburgring. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch noch mal ein bisschen mit und lasse meine Gedankenkreise, Fazitgespräch und ich kann den Chat nicht verfolgen. Ich sitze hier alleine, ich will mich auf das Autofahren konzentrieren. Von A1 noch 130 und wir machen hier noch mal den, das machen wir aus. Ja, und im Grunde genommen Selbstgespräch und ihr dürft mir gerne dabei zuhören, falls ihr selber Fragen habt. Ich werde nachher noch in der Kommentarspalte, also nicht im Live-Chat, da kann ich nachher nicht drauf antworten, aber in der Kommentarspalte kann ich gerne noch drauf eingehen. Ich hoffe, der Ton ist gut. Das kann ich alles nicht nachvollziehen und nachverfolgen, aber ich versuche es mal. Ja, ich war mit den Electrified Women e.V. auf dem Eco Grand Prix Pre-Party eingeladen, während gleichzeitig die ADAC GT Masters auf dem Nürburgring stattgefunden haben, haben wir uns mit den Elektrofahrzeugen, also viele andere Vereine und Gruppierungen um die Elektromobilitätsszene auch, ihre Fahrzeuge in der Ringarena ausgestellt. Und wir hatten dann noch einen separierten Raum in einer Lounge, wo wir halt so Podiumsdiskussionen geführt haben. Ihr habt mit Sicherheit meine gestrigen beiden Livestreams, die tontechnisch wirklich schlecht waren. Ich konnte es anders nicht umsetzen, aber es ging auch mehr um Verbreiten und Vernetzen. Ich hoffe, ihr habt dann den richtigen Link zum Stream vom Eco Grand Prix gefunden. Und was wir dann im Nachhinein erfahren haben, ist, dass auch dieser Stream in der Ringarena auf einer riesengroßen Leinwand projiziert und verbreitet worden ist. Und ja, also der Tag bestand nicht nur aus den Podiumsdiskussionen. Ich liebe es ja dann, bei meinem Wagen zu stehen und den Leuten davon zu berichten, wie der Puls da sich gerade so macht. Kurz darauf die Info. Aktuell haben wir 12 Grad draußen. 21,7 Kilowattstunden habe ich im Verbrauch aktuell. Aber gucken wir uns das doch mal an. Ich habe jetzt gestern die Strecke hin, geht ja bergauf aus dem hohen Norden. Bis jetzt so circa 550 Kilometer gefahren und 22,5 Kilowattstunden im Verbrauch gehabt. Und ich bin wirklich ruhig gefahren. Also nicht so wie sonst, wie ihr das von mir gewohnt seid. Schön, sachte, ordentlich. Ich habe die Fahrt wirklich genossen. Alleine, meine Playlists, meine Podcasts. Ja, Ringarena. Am Vorabend hatten wir uns bereits getroffen und ich hatte wirklich die Befürchtung, dass wir während der GT Masters eine Elektroauto-Ausstellung in der Ringarena haben und dann auch noch Podiumsdiskussionen, wo es darum geht, halt aufzuklären über die Elektromobilität und wie weit sind wir damit und ist das zukunftsweisend und was haben wir da alle für viele Themen gehabt, what makes a difference. Wir hatten ja auch dann das Themenangebot Elektromobilität versus Petrolhead und ich habe echt gedacht, da kommen also Eier und Tomaten geflogen, weil ich dachte so, da kommen wirklich die eingefleischten Petrolheads, die da ihr Rennen schauen wollen mit dem ganzen Brummen, mit den Geschwindigkeiten, mit der Lautstärke. Und nein, es war ganz anders. Sehr aufgeschlossen, neugierig und interessiert. Und da kann ich eigentlich immer nur wieder den Aufruf starten. Leute, die sich aufklären wollen, nutzt das Forum von Going Electric, nutzt die Stammtische vor Ort. Eine bessere Aufklärung bekommt ihr nicht über die Elektroautos. Besonders wenn dann so Ausstellungen sind, auch da an die Gemeinden, wenn ihr solche Gewerbeschauen habt, geht an uns in die Elektromobilitätsszene oder direkt an unseren Verein Electrified Women e.V. Ihr könnt uns finden und ladet uns dazu ein.
Wir führen ehrliche und offene Gespräche zum Thema Elektromobilität. Wir wissen, dass es ein großer Bestandteil im Wandel der Mobilität und zum Erreichen der Klimaziele. Und die Leute merken mittlerweile, dass das, was in den Medien so immer wieder aus der Schublade gekramt wird, nicht korrekt ist, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil immer mehr fahren Elektroauto und die sind immer alle begeistert. Es gibt wenig Berichte über Rückkäufe, dass die also wieder zurück auf den Verbrenner gehen. Gibt es mit Sicherheit. Es gibt immer mehr Modelle, die für jedes Fahrprofil geeignet sind. Es gibt den Anreiz der steuerlichen Förderung. Also ich meine jetzt nicht die BAFA-Prämie, sondern der Finanzierung über Arbeitgeber und der steuerliche Förderung, Mitarbeiterbindung. Und sprecht uns darauf an. Also wir haben wirklich gestern Leuten so den Aha-Effekt ins Gesicht gezaubert. Und ach, so ist das. Und wir sind auch ehrlich und wissen auch noch um so ein paar Probleme. Und ich muss aber sagen, ich hatte auf der Hinfahrt sowie jetzt auf der Rückfahrt null Probleme. Ladesäulen frei, Ladesäulen gefunden. Ich bin sogar mal einfach so an den Rastplatz gefahren. Beschilderung, könnte man noch verbessern. Beschilderung, Elektrostation, war da. Also ich meine, darf ja auch nicht anders sein. War da, war frei, war zugänglich, war ordentlich, war eine vernünftige Ladesäule, nicht einfach irgendeinen Stecker hingesetzt, sondern es war eine vernünftige Infrastruktur, die ich hier jetzt mittlerweile erfahre, wenn ich auf Langstrecke gehe. Bei der Beschilderung stört mich noch ein wenig. Auf der Autobahn steht dann ja zum Beispiel Autohof 5 Kilometer und der nächste ist dann 50 entfernt. Da ist natürlich für mich die Frage, ist der nächste für mich in 50 Kilometer Entfernung auch mit einer Elektroladestation ausgestattet, wenn dieses Schild für den Autohof von 5 Kilometer eine Elektroladestation ausweist. Also hier müsste man vielleicht die Piktogramme nochmal ergänzen. Mal so, wer ist denn jetzt unser Verkehrsminister? Haben wir noch nicht. Da kommen wir auch zu dem Thema. Ich habe so ein paar Gedanken mitgenommen auch und auch in den letzten Wochen habt ihr wenig auf meinem Kanal Content gefunden und erfahren, weil ich war so ein bisschen durcheinander, was ist jetzt gerade los, wo stehe ich, war auch beruflich sehr eingespannt. Und das wollte ich jetzt auf der Rückfahrt mit euch mal so ein bisschen philosophieren, beziehungsweise ihr müsst meine Gedanken aushalten. Im Moment hängen wir ja fest, dass wir nicht wissen, gibt es noch weiterhin Innovationsprämie oder wird es nur beim Umweltbonus bleiben, wenn man ein Elektroauto kauft, welches nach dem 01.01.2022 zugelassen wird. Oder man muss sagen, nach dem 31.12.2021 zugelassen wird. Ich denke, unsere Regierung hat mal wieder Pause. Ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, und wenn ihr auch auf meinem Videokanal ein bisschen scrollt, im November 2019 gibt es ein ähnliches Video von mir, Warten auf die Umweltprämie, wo wieder mal keine Beschlüsse gefasst worden sind, wo wir darauf warten, dass im Bundesanzeiger das veröffentlicht wird. Wenn man googelt, dann liest man auf der Seite des Bundesumweltministeriums Innovationsprämie bis 2025 verlängert und dann kommt irgendwo mal das Aber. Wenn man auf der BAFA-Seite schaut, im ersten Moment steht da, es gibt Umweltbonus plus Innovationsprämie. Wenn man dann in die Fördervoraussetzungen reingeht, dann erfährt man erst, dass es das nur gibt, wenn man einen Wagen zulässt bis zum 31.12.21. Dann ist es alles sehr schwammig ausgesprochen. In den letzten Tagen hat sich der ADAC auch nochmal geäußert und auch andere Medien, dass wir alle so in der Luft hängen. Und das Jahressteuergesetz für das kommende Jahr, das wird meistens vor Weihnachten beschlossen. Und da gehört das mit rein, beziehungsweise wird das so in trockene Tücher gepackt. Ich mache mir keine Sorgen, dass nichts kommen wird, weil ja auch wieder erkannt worden ist, die Bestellläufe stagnieren, die Lieferfristen können nicht eingehalten werden, die Autohersteller haben Probleme mit den Halbleitern zu liefern. Und wie ich dann jetzt gestern gehört habe, Caterpillar kauft Kühlschränke auf, um dort den Chip für ihre eigenen Maschinen einzukaufen. Also, es wird nach händeringend nach Lösungen gesucht. Einige Fahrzeuge werden in Beta ausgeliefert, um die Liefertermine einzuhalten. Einige versprechen, dass es trotzdem den Bonus geben wird, auch wenn er vom Staat nicht kommt. Also man merkt, da ist so ein bisschen Unruhe und die Zeit drängt auch. Das muss man auch ehrlich sagen, die Zeit drängt. Und ich mache mir da so wenig Sorgen. Ich denke mir immer, es geht immer voran. Wir müssen immer nach vorne schauen. So, und also keine Panik, es wird was kommen. Der ADAC hat ja auch schon, oder ich weiß gar nicht was, der ADAC, aber es hat jemand vorgeschlagen, vielleicht die Innovationsprämie nochmal für
6 Monate vorläufig zu verlängern, weil einfach unsere Regierung noch nicht steht und die haben wahrscheinlich auch einen großen Plan. Deswegen können wir nicht ganz vergleichen mit vor 2 Jahren, wo es genau das gleiche Thema da war, weil da hatten wir keine Regierungsbildung parallel dazu. Wir sind jetzt einfach in der Regierungsbildung und die wollen natürlich auch so ein paar Sachen auf den Deckel schreiben. Das ist einfach so. Und dann kommen wir auch dazu, zur THG-Quote. Ich habe da ja nichts zu gesagt. Es fällt mir auch schwer. Ich habe auch mir wirklich nicht die Videos von Fair Energy Smartificate angeguckt und was da alle für Firmen jetzt aufploppen. Ich habe da eine gefestigte Meinung zu und beziehungsweise mir fehlt die Rückseite der Medaille. Wenn Geld fließt, um Klimaschutz zu erzeugen, sage ich jetzt mal so ganz salopp, aber kein neuer Klimaschutz dadurch entsteht, dann muss ich hinterfragen, ist dem wirklich so? Und ich kriege keine korrekte Antwort, auch dort. Ich habe das Bundesumweltministerium, ich meine, das war das Bundesministerium Umwelt, habe ich angeschrieben. Ich habe persönlich die Ministerin auch per E-Mail angeschrieben, kontaktiert und warte auf eine Antwort. Ich glaube nicht, dass unsere PKWs von der Regierung versteigert werden. Das ist meine Meinung und ich warte auf eine Antwort und die kriege ich nicht. Wenn man sich das die Bundesemissionsverordnung durchliest, dann sieht man schon, dass die Regierung, das steht irgendwo unten zu 38, dass die Regierung sich vorbehält, alle nicht gemeldeten Werte zu versteigern. Da steht nichts drin, woher die diese Werte bekommen. Und es geht da um energetische Werte. Und ja, die THG-Quote funktioniert. Die PKWs dürfen gebündelt werden von Energiebetreibern und die dürfen dann diese Zahlen oder diesen Faktor an Mineralölkonzerne als Zertifikat weiterverkaufen. Und der Mineralölkonzern kann dann zur Regierung sehen und sagen, guck, das habe ich gemacht. Ich sorge dafür, dass ich also Emissionen einspare. Bei der Treibhausgasquote geht es tatsächlich darum, dass man diese Werte, ob man jetzt einspart oder eben Verschmutzer ist, melden muss. Das geschieht an das Hauptzollamt in Cottbus. Die haben eine Stelle eingerichtet. Auch da habe ich mit telefoniert und die wussten auch nicht, wie das funktionieren soll, bezüglich unsere PKWs mit einrechnen. Und deswegen bin ich skeptisch. Es kann gut sein, dass die gute Dame am Telefon da noch nicht so ganz genau Bescheid wusste, wie das umgesetzt wird ab 01.01.2022. Und für mich ist das so, ich spende etwas und das Geld kommt aber nicht wirklich da an, wo es hin soll. Also es ist wirklich meine Meinung und deswegen bin ich kritisch und habe mein Fahrzeug noch nicht registrieren lassen bei keinen von diesen Plattformen, weil ich möchte halt, die Regierung soll mir das bestätigen, ob die Werte dann vom Kraftfahrzeugbundesamt nehmen und sagen, das Auto von Frau Sanders ist bereits irgendwo in einer anderen THG-Quote mitverkauft worden, das können wir nicht nehmen, aber das andere Auto von der Frau Kröger, das ist jetzt meine Mama, die mit der Renault Zoe, das können wir nehmen. Da will ich eine Antwort haben. Und solange das nicht so ist, möchte ich euch auch bitten, seid ein bisschen skeptisch. Wenn ich dann noch lese, dass man, wenn man einen Freund mitbringt, dann auch noch entsprechend Obolus dazu bekommt, wenn ich dann lese, dass jetzt diese Quote erhöht wird und noch weiter erhöht wird, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der Mineralölkonzern bei uns das teuer einkauft, weil Maingau sich gedacht hat oder Fair Energy sich gedacht hat, wir kaufen das mal alles vom Markt weg. Ah, bin ich vorsichtig. Warten wir ab, da halte ich euch auf dem Laufenden. Das kriegt ihr auf jeden Fall in meinem Community-Bereich. Habt vielleicht gemerkt, da ist ein bisschen mehr los. Im Community-Bereich mit, da werde ich das mitteilen, was denn das Ergebnis dieser E-Mail halt geworden ist. Ja, ich bin gestern nicht mit Tomaten beworfen worden. Ich habe tolle Gespräche am Wagen. Der Polestar ist wirklich eine Augenweide. Ihr habt das Thumbnail hier zum Livestream auch jetzt gesehen. Klar, Owe und ich waren uns direkt nebeneinander, beziehungsweise Owe war so nett und hat meinen Polestar neben seinen Porsche Taycan gestellt. Ich bin ja auch noch mit E-Cannonball-Klebern beklebt und da haben wir gesagt, die müssen nebeneinander stehen. Und im Grunde genommen wollte Owe halt ein schöneres Auto auch neben seinem stehen haben. Kann er ruhig zugeben. Meiner war hübsch, war ja auch noch eine Waschanlage vorher. War ein tolles Wochenende und das zeigt,
wir stehen noch ziemlich am Anfang bei dem ganzen Thema, das in die breite Masse wirklich zu bekommen. Jo. Ich würde euch so gerne ein paar Fragen beantworten, aber ich habe leider keinen Beifahrer. Ada guckt halt in der Landschaft, der da ein bisschen helfen könnte. Und ich muss mich hier auf den Verkehr konzentrieren. Vielleicht fahre ich nachher den nächsten Rasthof runter. Ich bin ja jetzt schon eine gewisse Zeit auch online. Dass das erstmal reicht, will euch ja nicht zutexten und zublabern. Und aber muss ich noch kurz erwähnen, Update auf dem Polestar ist drauf. Das P1.7 ist jetzt drauf. Und nein, ich werde nichts zum Verbrauch sagen, weil ich einfach total anders gefahren bin. Ich kann jetzt nicht merklich irgendwas ändern. Ich habe es auch nicht ausprobiert und nicht wirklich geguckt, weil ich einfach nicht das Energiefahrmonster bin auf der Strecke. Aber ich stelle fest, dass er immer besser wird. Mit jedem Update merkt man, dass die Motoren besser arbeiten, dass die Rekuperation ein bisschen stärker ist. Also immer so ein kleines bisschen fällt da auf, dass es besser wird. Dann haben wir ja Google Maps, was auch immer mit den Ladestationen besser harmoniert. Es soll ja eine Vorklimatisierung des Akkus erfolgen, wenn ich eine Ladestation anfahre. Und auch da muss ich sagen, ich habe heute deutlich länger eine gute kW-Zahl an der Ladestation erhalten. Also nicht nur kurz den Peak von 150 erreicht, sondern es war schon ein paar Prozente länger, wo ich also über 100, ich muss sagen 148 bekommen habe. Und das finde ich gut. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Viele E-Autos unterwegs gesehen, getroffen, so wie jetzt fährt hier. Das ist aber, das war doch nicht der Cupra Born schon unterwegs. Scheibengleister, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob es den Cupra auch als Hybrid gibt. Es gibt doch nur den Cupra Born. Ach, der Cupra. Oh, sorry. Habe ich glaube ich, jetzt durcheinander gebracht. Mein Fehler. Ja, da stecke ich so nicht drin. Wieder tolle Menschen unterwegs getroffen, die sich der E-Mobilität also praktisch auch angesprochen haben. Und auch da jeder sagt, wer eine Probefahrt gemacht hat, wer es mal ausprobiert hat. Das waren auch Gespräche, die ich empfohlen habe, die sich noch nicht trauten. So, ich fahre lieber noch Plug-in-Hybrid und so, die sich nicht trauen. Da sage ich, leitet euch doch mal aus für eine gewisse Zeit und guckt doch mal. Ich hatte Gespräche mit Personen, die keine Lademöglichkeit, also die wirklich keine Lademöglichkeit für sich gesehen haben. Und da haben wir dann auch nach Lösungen gearbeitet. Und das finde ich schade, dass dies in den Autohäusern einfach nicht stattfindet. Also bestimmt in einigen Jahren. Wir wissen auch, wir fahren Servicestellen an, die sich halt mit dem Auto auskennen, die sich dem auch praktisch zugeneigt haben. Aber wir haben auch noch genügend Autohäuser, die altbacken sind und nicht sehen, dass dies auch eine Nische ist, die bedient werden muss und die auch gut bedient werden muss. Also man muss sich schon da mit den ganzen verschiedenen Lademöglichkeiten und so weiter auseinandersetzen und nicht den Autofahrer in diese Foren locken. Da ist er nicht glücklich drüber, auch wenn er da gut aufgehoben ist, aber er ist da nicht glücklich drüber. Es fehlt auch die Aufklärung bezüglich, wenn ich meine Firmenflotte umstellen möchte auf elektrisch, dass E-Mobilitätsberater unterwegs sind, dass die gefördert werden, dass es also Fördermöglichkeiten gibt, wenn man so einen E-Mobilitätsberater in Anspruch nimmt, der also, so stelle ich mir das vor, in die Firma geht, die Fahrprofile auswertet, weil ihr wisst das selber, man hat kein Gefühl, wie man wirklich fährt. Angeblich fahren ja alle jeden Tag 1000 Kilometer und wollen das in einen Wupp durchfahren. Und dem ist es ja noch. Wir haben Standzeiten, da haben wir Lademöglichkeiten, sofern vorhanden. Wir haben Kurzstrecken, wir haben Langstrecken. Wir sehen es im Pflegedienst, der versucht es umzusetzen. Wir haben Taxiunternehmen, die jetzt auch entsprechend für sich Lösungen suchen, um elektrisch unterwegs zu sein. Wo ich dann auch zukomme, Lademöglichkeiten, Tesla Supercharger, die öffnen sich ja gerade, sind ja seit Montag, ist ja der erste Testversuch in Holland gestartet. Ich hatte mir schon länger einen Account angelegt und hatte dann in der vergangenen Woche am Wochenende schon bemerkt, dass ich plötzlich meine Kreditkarte da irgendwie hinterlegen konnte. Ich habe ja gar keinen Tesla bestellt oder irgendwie sowas. Mag sein, dass es mir vorher nicht aufgefallen ist, aber plötzlich war es halt da. Und dann haben wir auch über die Tesla-App gesprochen und
dann war plötzlich, dass in Holland das wohl möglich ist. Also man kann jetzt auch unter der Woche, ist dann auch entstanden, oder am Freitag hieß es dann plötzlich, dass wir aus Deutschland schon sehen können, die Nicht-Tesla-Supercharger, die dafür freigeschaltet sind in Holland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da mit Wohnsitz in Deutschland Lebende dort mal hingefahren sind und es ausprobiert haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass Elon Musk vielleicht einen Rechnungsturnus abwartet, ob das dann auch alles so abrechnungstechnisch funktioniert. Aber scheint ja wohl zu klappen. Der nächste Schritt der Öffnung ist da und irgendwann wird er wahrscheinlich auch Grenzen überschreitend das nächste Land mit reinnehmen. Da sind natürlich die Informationen, da müssen wir uns in Geduld wiegen, die Informationen für uns jetzt etwas mau, für die Nicht-Tesla-Fahrer. Aber diesmal warten wir ab. Wir fahren nicht hin und gucken nach, ob es funktioniert, sondern wir warten mal ab. Letztendlich sind es wohl auch nicht alle Supercharger, die dafür freigegeben werden. Also aktuell nicht in Holland, sondern nur stellenweise. Vielleicht von der Auslastung abhängig. Die Preisgestaltung in Holland ist auch sehr unterschiedlich. Also von 57 bis 62 Cent habe ich jetzt schon alles so wahrgenommen und gesehen. Die Blockiergebühr, also da muss man auch abwarten, wie sich das denn in Deutschland wohl entwickeln wird. Also in welche Preisrange sich Tesla dort ansiedeln wird. Aber wir haben ja auch viele, also wir haben ja Abo-Modelle, wir haben Flatrates, jetzt also Abo-Modelle. Dann haben wir diese Ad-Hoc-Preise, wir haben die Ladekarten und mit monatlicher Grundgebühr und Preisbindung. Und Tesla, ich sehe den Vorteil des Ladenetzwerkes jetzt für mich persönlich nicht. Ich habe weiterhin keinen Supercharger in meiner Nähe. Aber die Sicherheit, eine Ladeinfrastruktur vorzufinden, wenn man auf Langstrecke unterwegs ist, und die findet nun mal auf Autobahnen statt, die Langstrecke, die wird also immer besser abgesichert. Ich habe da noch so vermutet, dass das mit der Ladesäulenverordnung zu tun hat, dass er die jetzt öffnet. Aber Elon Musk ist einfach auch nur ein Businessman. Ja. Der hält das Geld am Laufen und das ist auch gut so. So bleibt eine Firma im Bestand. Und er hat eine Vision und ich finde es sehr freizügig von ihm, dass er, oder ja, dass er die Tesla Supercharger jetzt doch auch einer breiteren Masse zur Verfügung stellt. Das ist schon wirklich, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. So mit der Ladesäulenverordnung, mit der Deckelung 44 Cent, die da Herr Scheuer noch schnell rausgehauen hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in eine Gesetzesgrundlage reingekommen ist. Weil wir uns ja auch vom Verein her haben wir uns mit der Nau GmbH auch in Verbindung gesetzt und mal nachgehakt, ob wir da nicht mal ein bisschen zu sagen können, wie so eine Ladeinfrastruktur aufgebaut werden sollte. Also bei uns im Verein geht es halt auch darum, dass sie gut ausgestattet sind. Also nicht nur, dass wir Infrastruktur haben, sondern dass die auch gut ausgestattet sind. Dann hatte ich in der letzten Woche gesehen, dass das Ausschreibungsverfahren bzw. das Bewerberverfahren für das kommende Deutschland-Ladennetz 1000 Ladesäulen, 735 sind schon entsprechend gestellt. Da fehlen noch ein paar. Und da habe ich so geguckt, dass bei uns in der Gegend also wirklich noch ein ganz großer Fleck ist. Aber meine Erfahrung im Elektroauto zeigt auch, ich brauche die bei uns auch nicht. Nicht ein Ladepark, also glaube ich nicht. Ich habe mit Roland Schüren da mal drüber gesprochen. Ich sagte, lohnt sich das an einem nicht vorhandenen Autoknotenpunkt, also keine Autobahn, keine Bundesstraße, sondern einfach nur von A nach B Strecke, die wir in der ländlichen Region ja nun mal auch stark haben. Ich brauche eine Stunde bis zur Autobahn, eine Dreiviertelstunde bis zur nächsten größeren Bundesstraße. Das ist die Frage, brauche ich dann bei mir in dieser ländlichen Region einen Ladepark? Brauchen wir Ladeparks an Ballungsgebieten, weil eben dort Mietshäuser sind und die Ladeinfrastruktur nicht am persönlichen Wohnbereich angeschlossen werden kann? Das sind so Fragen. Ne? Fragen über Fragen. Ja, dann habt ihr noch den Bericht gesehen über Löschversuche. Der kam auf NDR. NDR, hallo Niedersachsen. Gab es also einen Bericht, vielleicht ist der irgendwo in der Mediathek, dass man also jetzt nach Löschmittel sucht,
Und da geht es aber nicht speziell um Einzelbrand eines PKWs, weil der brennt ja auch nicht so häufig. Da haben wir ja unsere Löschlanze, da haben wir unseren Container, da haben wir unsere Löschdecke. Da haben wir also auch schon Wege gefunden, was passiert, wenn wirklich mal ein Akku in Brand geraten sollte. Wie ist das zu lösen? Tiefgarage rein, Tiefgarage raus. Die Themen haben wir durchgekaut. Aber jetzt ist tatsächlich so, was ist denn, wenn die Batterieproduktion in den Fabrikgebäuden entsteht? Was ist da mit dem Löschmittel? Was passiert, wenn so eine Betriebsstätte, wir haben es ja auch in Kabul, war das nicht in Kabul, wo das Ding in die Luft gegangen ist mit den Düngemitteln? Da haben wir es ja erlebt, was passiert, wenn man solche Sachen schlecht lagert und Brandgefahr, und es ist eine Brandstätte und es brennt dann irgendwann, dann muss das auch gelöscht werden. Also in Rotterdam, denke ich, bei den Ölraffinerien, da sind haufenweise Sandpakete hingestellt, um entsprechend gegebenenfalls auch schnell es löschbar zu machen. Auch da habe ich auch gesagt, also es klingt vielversprechend, die erste Versuche von diesen Löschmitteln, die da ausgetestet werden. Und wir suchen immer nach Lösungen. Wir sagen nie, man muss jetzt damit leben, dass die brennen und dass sie dann so ein paar Tage brennen, sondern es wird nach Lösungen gesucht und das finde ich gut. Wir sind am Anfang, es sind Entwicklungen. Es sind Entwicklungen, die wir machen und ich freue mich, dabei zu sein. Und ich denke, auch ihr E-Auto-Fahrer und E-Auto-Begeisterte habt erkannt, das ist also für die eigene Mobilität, das ist super. Guckt euch mal die Entwicklung an. Guckt euch an, 2018 E-Cannonball, in was für Ladewüsten wir da geschickt worden sind. Oh, das war keine gute Idee damals. Hamburg, München, keine Ladesäule. War ja auch spontan. Auch da, wie sich der E-Cannonball entwickeln konnte. Dass wir also nicht mal die Ladeinfrastruktur als Problem sehen, sondern eher der Weg zur Burg, weil der so hoch auf dem Berg ist. Ja, ich hoffe, im Live-Chat ist alles in Ordnung. Könnt ihr euch ein bisschen untereinander austauschen, so ein Sonntagnachmittag mit mir auf Autobahn. Wetter ist nicht so schön. Wir haben 9 Grad, so regnerisch, so halbregnerisch. Ich fahre so unter dunkle Wolken durch. Aber schön. Es ist schön. Es ist so entspannt, so komfortabel hier in dem Wagen. Toll. Kann ich nur empfehlen. Nächstes Mal nehme ich euch mit, frage ich jemanden, ob jemand mit möchte. Nürburgring auch total interessant, auch sehr aufgeschlossen. Immer wieder. Also mich kann man immer irgendwo einladen. Ich komme nicht alleine. Nicht ganz alleine. Ich bringe immer welche mit. Ja, apropos bringe ich immer welche mit. Nächste Woche Samstag Nachmittag werde ich auch in Hilden sein und da will ich mir mal anschauen. Ich habe gehört, der Roland hat es geschafft, größter Ladepark Europas zu sein. Ich glaube, da sind ja noch weitere Tesla Supercharger eröffnet worden. Fastnet, ich weiß gar nicht, hat Fastnet da schon ein paar Säulen mehr hingepackt? Sind die schon aufgebaut? Da war doch alle was. Baustelle. Und ich habe erst vorher was Geschäftliches zu tun und später werden wir dann noch einen Kuchen einnehmen oder eine Pizza oder einen Kaffee in Hilden. Vielleicht sehen wir uns da ja auch. Das wird nachmittags sein. Und da gucke ich mir mal Europas größten Ladepark an. Ich hoffe jetzt, Daumen drückt nicht, dass irgendjemand neu auf die Idee kommt, noch einen weiteren zu bauen. Das wäre schade, weil ich möchte da nämlich noch hin. Das muss ich ja woanders hinfahren. Ja, ich werde mal schauen, dass ich jetzt mal die nächste Raststätte anfahre. Einfach um diesen Stream auch zu beenden. Mein Kopf ist frei. Ich habe mal viele Gedanken so kreisen können, lassen können und finde das für mich ganz gut, wenn ich das dann mal so loswerden kann. Denkt bitte dran, THG-Quote kritisch betrachten. Wir freuen uns auf die Öffnung der Tesla Supercharger. Wir sind nett miteinander. Fand ich ein super Video von NextMove. Richtig sympathisch. Richtig empfehlenswert, wie er das sieht, also beziehungsweise ja, wie Stefan das sieht, finde ich toll. Wir bleiben noch eine Community auf den Straßen und das sollte auch so sein. Auch heute wieder an der Ladesäule, hat einen Verbrenner geparkt, freundlich angesprochen.
Ich habe gesehen, da waren noch genug Ladeplätze frei und ich wusste, die gehen jetzt nicht ins Restaurant und sind weg. Habe ich freundlich angesprochen. Hat sie darauf hingewiesen, vielleicht kennen die ja auch gar keine Ladesäule. Also er hat auch die Beschilderung falsch gelesen. Er sagte, wieso, ich kann hier noch 2 Stunden stehen. Ich sage, nee, das ist jetzt nur für ein Elektroauto. Wir müssen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und dürfen nicht so mürrisch und meckerig daherkommen. Das ist nicht so der tolle Weg. Wie sagt Owe immer, nicht mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen, sondern mit dem Daumen hoch. Ist mir auch jetzt nochmal am Wochenende. Liebe Grüße an Owe, die sind auch im Auto unterwegs und vielleicht auch noch zugeschaltet im Stream, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch schon da, die feiern Porsche Taycan. Die sind ja bestimmt schon zu Hause. Nicht so wie ich mit meiner Ladekrücke. Sind 400 Volt Lader schon Ladekrücken? Nein. Anni und ich sind immer noch stolz auf unser Ergebnis auf der ED1000. Da habe ich jetzt auch Bildmaterial zugespielt bekommen. Das muss ich noch sichten. Das werde ich auch auswerten, weil ich möchte es noch mal erwähnen. Wir sind das dritte Fahrzeug nach den beiden 800 Volt Ladern gewesen. Und hätte uns die Filmcrew nicht aufgehalten, wären wir vor dem Porsche Taycan und vor dem Kia EV6, nämlich im Ziel, also beziehungsweise am Endort angekommen. Wir haben den Kia EV6 nämlich auf unserem letzten Ladestopp sozusagen angetroffen. Wir haben angestöpselt, die haben abgestöpselt. Und das mit dem Polestar. Und der vierte Wagen war auch ein Polestar. Liebe Grüße an Jonas vom Kanal Technik Like. Er war das Fahrzeug. Komplett untergegangen. Ich weiß nicht, habt ihr die Zeitschrift Elektrikrei? Vielleicht sind wir da ja drin, Arnie. Ich bin immer noch sauer, ich bin enttäuscht. Weil ich fand das so nett von Polestar, dass die mich eingeladen haben. So ein bisschen Werbung ja auch, ist ja mein Auto. Dass die also uns eingeladen haben und nicht solche Promi-Nasen. Hey, da war ein Lotus. Ein bisschen laut, aber hoi. Das hätte ich dem gar nicht wahrgenommen. Dann wäre der so vorbeigezischt. Und Polestar hat natürlich auch für diese Teilnahme bezahlt. Das konnte man im Internet ja ganz offen sehen, wie man daran teilnehmen kann. Und ich finde das so schade. Das ist ein tolles Auto gewesen und das war auch eine tolle Veranstaltung und ich bin ein bisschen sauer. Das wäre so eine Brücke gewesen, endlich mal von den normalen Medien rüber. Arnie wird jetzt fluchen, was ich sage, weil da fährt jemand, der Ahnung hat von Elektroautos, würde ich mal von ausgehen, an Triple Charger, obwohl Ionity frei ist. Der wollte doch bewusst Negativpresse erzeugen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn ich dann höre, was da mit dem Wildunfall des YouTubers passiert ist und Robin Schmidt wieder so ein Rand entstanden ist, nur durch die Medien, weil die uns gegenseitig ausgespielt haben, beziehungsweise diesen Bericht so verhackstückt haben, dass die da ihre eigene Negativpresse haben, da bin ich sauer. Da bin ich echt sauer. Naja, also so sauer, wie ich halt sauer sein kann. Und das ist ja auch so mein Wunsch. Liebe Medien, geht doch an uns Verbraucher ran. Vernünftig. Und nicht irgendwie so mit einer lächerlichen Ausdrucksweise uns da ausbuchen, mit was wir da fahren. Wir fahren vernünftige Fahrzeuge. Wir fahren auch gewissenhaft und auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit eben entsprechend. Wir wissen um die Lieferketten. Wir wissen darum. Aber uns fragt keiner. Die holen dann immer diese Studie raus oder Wasserstoff. Ich weiß nicht, habt ihr vom Kraftfahrzeugbundesamt die statistischen Werte gesehen? 220 Wasserstofffahrzeuge. Ja, das ist nicht mal innovativ, das ist zukunftsweise, das kommt. 3 mehr gegenüber dem Vormonat. 3. Tankstellen sollen, glaube ich, auch noch einen Tag kommen. Naja, mag sein, dass Wasserstoff in der Energiespeichertechnik eine Zukunft ist. Weiß ich nicht. Will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Das ist so ineffizient. Bei uns im Ort, ich weiß gar nicht, ob ich traurig sein soll oder stolz sein soll. Da werden E-Fuels für Bio-Kerosin für Flugzeuge hergestellt. Das war vorher eine Audi E-Gas-Anlage und ist jetzt hier für E-Fuels zuständig. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da stolz sein soll, drauf sein soll oder wirklich enttäuscht bin, wie man sowas dann heute noch steuerlich fördern kann. Da wird also unser schöner Windpark, den mein Mann so praktisch dran beteiligt ist, ein Bürgerwindpark, diese Energie muss ja irgendwo hin, bin ich ganz dabei, wird halt im Wasserstoff umgewandelt und dieser Wasserstoff wird dazu verwendet, um E-Fuels zu erzeugen.
Und da können sie besser einen Ladepark dahinstellen. Wir haben also bei uns halt im Ort auch genügend Verkehr, einen Ladepark hinstellen und den Windpark dafür dann eben speisen lassen. Dann kommt es wenigstens vernünftig an. Nein, für E-Fuels, für Flugstrecken von Frau van der Leyen für 19 Minuten 50 Kilometer. Mag sein, dass es logistisch ein Problem war, weil das Flugzeug musste ja von A nach B und von da aus wieder nach C. Mag alles sein, aber das ist sowas von sinnbefreit in der heutigen Zeit. Wasser predigen und Wein saufen, oder wie war das noch? Wein saufen und Wasser predigen? Nee. Wasser predigen und selber Wein saufen. Das ist keine Vorbildfunktion dann. Da kann ich ganz sauer werden. Da kann ich auch mal rumdebattieren. Naja. Scheint jetzt die Sonne. Überall geht ein Lichtlein auf. Wir haben bald Weihnachten. Darauf können wir uns freuen. Wobei wir tun die Autofahrer echt leid. 2,17 Euro war heute irgendwo angeschlagen an der Tankstelle, wo ich geladen habe. 2,17 Euro. Wer kann das bezahlen? Ach, genau da auch noch möchte ich noch mal was sagen. Dieses Gerücht um den Wegfall der Pendlerpauschale, ne, das ist ja mal wieder so ein Titel. Die Grünen wollen die Pendlerpauschale abschaffen und keiner liest sich den Artikel ganz durch, beziehungsweise also so einfach ist das nicht, meine lieben Herrschaften. Ne? Pendlerpauschale dient dazu, weil wir unser Einkommen sichern müssen. Und das ist eine Vereinfachungsregelung, damit wir halt unseren Weg zur Arbeit, wenn wir den bestreiten, die Kosten, die dafür entstehen, auch absetzen können. Das ist im Einkommensteuergesetz verankert. Wir dürfen unsere Kosten, die entstehen, die zur Entstehung, Erhaltung und Erzielung eines Einkommens aus nicht selbstständiger Arbeit uns entstehen, können wir absetzen. Leider dürfen wir nicht die tatsächlichen Benzinkosten oder so absetzen. Da hat man sich damals seinerzeit auf eine Pendlerpauschale geeinigt. Man hat dann auch schon damals bei den Grünen darauf mitgeeinigt, dass halt diese Pauschale, wenn man nicht mit dem Fahrzeug fährt, eben auch beschränkt wird. Es war schon immer eine Begrenzung, wenn der Arbeitsweg, weil es geht ja darum, man könnte ja zur Arbeit hinziehen, statt wegzuziehen, um eine höhere Pauschale zu erhalten, auch da gibt es Begrenzungen. Ich meine, ab 42.000 Kilometer, wenn man den Weg zur Arbeit umrechnen würde, dass dann das Finanzamt mal nachfragt, ob die Kosten überhaupt noch passend sind zur Pendlerpauschale. Leider eher so immer nach unten korrigiert, nie nach oben. Und jetzt geht es darum, wir sollten mal nach oben korrigieren. Die Pendlerpauschale reicht nicht aus, um den Arbeitsweg, die Kosten zu decken. Wenn ich so bedenke, manche haben da 30 Kilometer Arbeitsweg bei den Preisen, holla die Waldfee. Und dann noch vielleicht im Mindestlohnbereich tätig. Das ist aber teuer. Das ist echt teuer. Also die Pendlerpauschale wird nicht wegfallen. Wird vielleicht verändert. Weil wir auch die Problematik haben, dass wir E-Fahrzeuge haben, die ganz anders abrechnen. Wir haben in der Dienstwagenberechnung haben wir diese Pauschalen, die vom Arbeitgeber erstattet werden können. Muss das gegengerechnet werden? Also der Arbeitgeber zahlt ja den Gesamtfahraufwand dann dem Arbeitnehmer. Und nicht nur den Part für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Das ist aber steuer- und sozialversicherungsfrei. Also wenn man sich damit komplett auseinandersetzt, dann werde ich sehen, dass ich noch viele Fortbildungen besuchen muss, um das genau auseinanderzudröseln. Der Arbeitnehmer ist aktuell mit der Pendlerpauschale nicht übervorteilt, sondern eher benachteiligt und deswegen muss da eine Änderung kommen. Haben sie ja schon gemacht. Ab dem 20. Kilometer 5 Cent mehr reicht immer nicht. Deswegen, liebe Arbeitgeber, Dienstwagen, tolle Sache. Kann man auch nochmal über Leasing beteiligen. Sonderausstattung, Beteiligung, kann man alle so. Da gehören Lohnoptimierer hin, nicht in die betriebliche Altersvorsorge. So. Ich kann es leider nicht lesen, aber ich habe irgendwas mit Dienstwagen. Also Dienstwagen auch mega kompliziert geworden, wenn der Arbeitgeber die leistet werden, dass die Frau vom Arbeitnehmer nicht dann auch noch lädt und die Kosten und so weiter. Da streuen sich Arbeitgeber, kann ich voll und ganz verstehen, dass die Ängste, weil auch die Unwissenheit mit dazu eine Rolle spielt, wie kann ich das denn abrechnen? Also ich habe mittlerweile mehr E-Fahrzeuge in meinen Lohnabrechnungen, die ich also als Dienstleister erstelle, und aber noch keine Ladekartenabrechnung. Das habe ich noch nicht. Weil Kosten muss besser als jeder 1 Euro
dir im Lohn, in der Lohntüte extra macht. Versuch die Arbeitnehmers, die persönlichen, zu reduzieren. Ach, ich glaube, ich hätte da abgemusst. Naja, wenn ich so weiterfahre, dann fahre ich ja bis nach Berlin. Nee, bis nach Hamburg. Verfahre ich mich total. So. Ah, ich bleib hier. Hier ist jetzt eine Raststätte. Da fahre ich ran. Da werde ich jetzt einfach mal meinen Aufreger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Lasst mir gerne einen Daumen da. Lasst ein Abo da, dann erfahrt ihr immer, wenn von mir was kommt. Von mir wird also ein Auto, das ist nicht so Probefahrten, Autos ausprobieren. Weiß ich nicht. Ist nicht meins. Aber es werden immer wieder Themen auf meinem Kanal aufpoppen zur Elektromobilität. Mit Sicherheit, deswegen Abo nicht vergessen. Sinclair ist wieder unterwegs. Ich bin nächste Woche in Hilden. Am 20. ist die Waldpflanzaktion von unserer Spendenaktion vom eCannonball 2020. Müssen wir dann nachholen. Da muss ich irgendwie gefühlt 1000 Bäume alleine pflanzen. Liebe eCannonballer, ne, tragt euch mal in die Liste ein. Ihr müsst mir helfen. Gummistiefel, Spaten. Und dann läuft das Ganze auch schon. Das ist am 20. Ich weiß gar nicht, ob Ovi jetzt mitkommt oder ob Ada und ich alleine dahin müssen. Kann ich gar nicht sagen. So, ich parkbuchte mich jetzt hier ein. Ich könnte jetzt noch mal so im Chat schauen. Ich weiß gar nicht, wer alles da ist. Gucken wir doch mal. Ich weiß nicht, ob der Ton gut war. Ich kann euch auch gar nicht antworten. So, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Finger. So, scrolle ich mal hoch. So, jetzt will ich euch doch noch alle grüßen. Oh Gott, was habt ihr denn geschrieben? Mann. Ich bin bei dir, fahr nicht so schnell bitte. Nein, ich bin nicht schnell gefahren. Da waren also noch einige Hallo aus Ratingen. Der grüne Skoda ist auch unterwegs. Hi. So. Die CO2 teurer und motiviert damit Mineralöl. Ja, die Emissionen müssen verringert werden. Also entschuldige, das Bild ist ja wirklich grottig, wenn ich das so mache. Ne? Muss man wirklich. Da müsst ihr jetzt mal einen Moment weggucken. Jetzt brauche ich mal. So, deswegen auch lieber eine Ladesäule bauen, liebe Tankstellenbetreiber, statt hier unsere THG-Quote mitzunehmen. Ja, wo ist Georg? Mein Bruder ist nicht dabei. Das war eine Electrified Women e.V.-Veranstaltung oder beziehungsweise wir sind eingeladen worden. Deswegen bin ich alleine unterwegs und ja, stimmt, Stefan, alle ganz viele da. Ja, toll, finde ich toll, dass ihr mir da ein bisschen zuguckt. So, ich glaube, der Stream, der war auch recht stabil und ach, der Polestar, den gibt es auch schon ganz günstig. Ja, der Born, da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe ja nächstes Jahr, ist ja meine Zoe fällig. Und wir wissen noch nicht, ob wir sie abkaufen oder ob wir sie eintauschen, weil das ist ja das 2019er Modell ohne CCS. Reichweitentechnisch absolut geeignet für uns. Also da sind wir noch ganz, ganz hin und her gerissen. Fiat 500 und ja, der Kia EV6 war zweimal ausgestellt dort auf dem Nürburgring in der Arena. Einmal in weiß, einmal in schwarz. Ich muss sagen, in weiß gefällt er mir besser. Das hochgezogene Hinterteil in weiß hat doch so ein paar seitlich eine Silhouette, die mir nicht so gefällt. War so ähnlich wie bei dem Aston Martin mit diesem komischen Entenschnabelrücken, den wir da noch gesehen haben. Ja, die Pizzadienste fahren 500 Euro Autos, ne? Ja. Die können ja unseren ganzen Gebrauchtwagenmarkt dann abgrasen. Die könnten super gut elektrisch fahren. So. Der Tag ist noch jung. Fahr mal rüber nach Frankreich. Ist das Frankreich, ne? Ach, nach Holland. Ja, hätte ich ausprobieren können, ne? Könnte ich noch ausprobieren. Ich habe da noch so eine Stelle, die sind nicht an der Grenze so nah freigeschaltet. Sorry, ne? Also da ist die Grenze, die Charger für Nicht-Tesla-Fahrer nicht so nah an der Grenze. Heute hat Söder vorgeschlagen, Mehrwertsteuer runter für Diesel und Benzin. Ja, da kommen wir mal dazu, dass bezüglich der Mehrwertsteuer Absenkung, das ist gar nicht so einfach, das macht der Zoll. Der Zoll legt fest, ob 19 oder 7% oder 5,5 oder 10,7.
Ihr werdet sehen, in 2 Wochen taucht wieder diese Tannenbaum-Mehrwertsteuergeschichte auf. Und also gefrorenes Wasser ist 19%, Wasser ist 7%. Also da muss man sich wirklich, da packt man sich teilweise am Kopf, wie das zustande kommt. Genauso wie ist jetzt die Diskussion da gewesen, vegane Produkte sind mit 19% behaftet und Milch und Fleisch aber mit 7%. Ob wir dich über die Mehrwertsteuer einen Wandel erzeugen kann. Grundsätzlich geht es darum, dass 7%ig immer die Dinge sind, die zum Leben notwendig sind. So, das war so damals der Grundbegriff, wie ich das gelernt habe, so eine Eselsbrücke. Wie wichtig ist das denn? Da kann man mal euch auch erzählen, Damenhygieneartikel waren bis dato 19%, die sind jetzt auch 7%. Weil das ein Part geworden ist, der super wichtig ist. Und da ist die Frage, inwieweit sind denn Diesel und Benzin oder Energiequellen für uns wichtig, Strom? Da kann man mal wirklich hinterfragen. Also weil das sich einfach auch gewandelt hat, dass wir Energieprodukte benötigen. Ist es noch zeitgemäß, solche Dinge, insbesondere Strom, also man könnte ja anfangen, den Strom auf 7%, weil der ist absolut notwendig. Es hat keiner mehr eine Petroleumlampe irgendwo noch zu Hause, sondern Strom wird auch nachher in den Heizkosten ein ganz großes Thema sein. Also bei den Heizungen, bei den alternativen Heizmöglichkeiten. Und da ist tatsächlich der Ansprechpartner der Zoll. Also scheinbar legen die dann fest, ich weiß nicht, ob die dann auf einer Weihnachtsfeier ausknobeln, lass uns mal die Mehrwertsteuersätze, die Anlage zum Umsatzsteuergesetz mal überarbeiten. Und wie ist das denn? Also Monster Slush Eis, das machen wir mal mit 7%. Also ihr kennt auch das Milchkaffee ist 7% und ein Kaffeelatte ist, glaube ich, 19% wegen dem Milchanteil. Also der Milchanteil, wenn er höher ist. Deswegen nie einen Milchkaffee mit mehr Milch bestellen, dann kommt der Kellner ins Spuren. Drinnen, draußen essen, alles Mögliche. Chaotisch. Chaotisch, dafür gibt es Profis in der Steuerkanzlei. Aber ihr habt recht, es ist zu überlegen, ob eventuell dann auch mal da an den Mehrwertsteuersätzen, an der Anlage zu 7% und 19% mal ein bisschen gearbeitet werden darf. Ich muss mal wieder hier ein bisschen zurückscrollen. Ihr habt natürlich auch immer den Chat so geschrieben, wie ich gerade gesprochen habe. Und, oh, Twizzy als Pizzabote, ja, das ist süß. Also mit Sicherheit, die gibt es ja auch hinten mit Laderaum. Und Pizzabote in Ballungsgebieten, da stelle ich mir auch die Lastenräder mit Wechselpritschen und so weiter sehr gut vor. Und Kühlpritschen haben wir ja auf der elektrischen Meile gesehen, wird auch kommen. Lastenräder werden teilweise ja auch jetzt mittlerweile gefördert und auch gar nicht so wenig und sind modern und mit Sicherheit auch sinnvoll in manchen Gebieten. Also ich fände die Post auf dem Fahrrad immer noch attraktiver als bei uns, so häppchenweise mit dem E-Auto durch die Gegend zu fahren. Und ja, im urbanen Bereich weniger HPCs, weil viele mit AC, genau, da bin ich ganz bei dir. AC-Ladepunkte sind im urbanen Bereich etwas besser geeignet von der Auslastung, weil man viele dann stellen kann als ein HPC. So, lieb Beirut, genau, sorry, das hatte ich durcheinander gebracht. Und da ist halt bezüglich der Explosion in Beirut, wo diese ganzen Düngemittel da explodiert sind. Also wegen der Lagerung von Brandstoffen und gefährlichen Brandstoffen, da muss man auch Lösungen für haben. So, es hat geregnet. Mein Scheibenwischer hat, also ich sehe gerade hier, dass jemand geschrieben hat, dass das Panoramadach den blauen Himmel, ja hinter mir, vor mir war es sehr dunkel, regnete immer, ne? Ja. Ja, Hilden ist der Größte, hoffentlich auch noch sehr lange. Das hat er verdient, da diese Medaille oder diese Auszeichnung sich da in die Tür zu hängen. Und da wird mit Sicherheit, ich weiß jetzt nicht, Electric Drive bringt die Wiese, ja, aber nicht uns. Die, also Electric Drive, es geht um die ED1000. Da kommen noch so immer so Videohappen da rein, nicht uns. Nein, nein, nein. Wir sind so normallos gewesen, die wussten, wie es geht. Und das ist ja langweilig. Also ich weiß nicht. Ich bin nicht berühmt genug gewesen, Ani nicht berühmt genug gewesen, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Der Wagen total schick, war sauber, war super beklebt, war ordentlich aufgeräumt. Wir haben tolle Strecke gehabt. Vielleicht lag es daran, weil Ani die Kamera nicht bedienen konnte. Dann müssen wir nächstes Mal eine bessere Schulung dafür haben. Jens ja genauso. Jens Sippel vom Kanal Move Electric finde ich auch. Wir sind so abgewatscht worden. Es ist so schade. Dabei haben wir wirklich Content geliefert. Also da war Content mit dabei. Es wurden super Interviews mit uns in Bielefeld an dem ersten Stopp.
An der einen Ladesäule, wo nachher der Porsche Taycan an den Rand kam und uns dann überholt hat. Dann hatten wir in der Zieleinfahrt hatten wir ein super Interview. Also wir finden das super. Also euch hätte es gefallen. Der Community hätte das gefallen, was wir gesagt hätten. Und auch andere, die dann eben mitschwimmen. Dann haben wir im Parkhaus beim Start haben wir ein super Interview geführt. Und was bleibt übrig? Ein Bild mit Zinkler. Zinkler hatten wir mit. Das gelbe Wuschelmonster tauchte auf. Ani, sorry, ist nun mal da. Ani und ich waren nicht attraktiv genug. Wir waren zu langweilig. Wir haben vielleicht auch zu viel geredet. Keine Ahnung, wir wussten zu viel. Ich weiß es nicht. Das ist schade, ne? So, dann, ich war sauer, ja. Ja, also Wasserstoff, klar, ich bin dabei euch. Wasserstoff ist in der Industrie, ist es eine gute Alternative, aber nicht die effiziente. Also dann lasst uns lieber so ein paar Sachen, so Übergangstechnologie. Wasserstoff ist eine Übergangstechnologie. Finde ich die Aussage besser, kann ich besser mit umgehen. Ich hoffe, dass es da noch was Besseres geben wird, dass wir tatsächlich durch die Stromversorgung doch besser Energien antreiben können oder Motoren antreiben können, als wie Strom in Wasserstoff und Wasserstoff wieder in Strom. Das ist doch, ja. Nein, das muss doch jeder, das ist doch, muss doch jeder mehr. Muss doch, also, sorry, ich bin hier wirklich mit dem Finger in der Kamera. So, dann haben wir, ja, für die Verbindung kann ich jetzt wirklich nichts. Dafür lieber bei Dienstwagen den Rotschiff ansetzen, dann werden, ja, das stimmt. Also die Dienstwagenbesteuerung ist für Fahrzeuge in der Preisklasse bis 60.000. Das sind die großen Boliden, das sind die SUVs, das sind die Limousinen. Meiner fällt ja schon bald raus, weil ich ja Sonderlackierung habe und Anhängerkupplung. Ich bin ja da ein bisschen drüber, weil es geht um den Bruttolistenpreis, nicht um den Kaufpreis oder um die BAFA-Listung, sondern es geht um den Bruttolistenpreis, der festgelegt wird und der hängt an diesem Auto sein Leben lang. Also wenn ihr das kaputt fahrt, Kratzer und so, dann habt ihr eine Wertminderung, aber nicht in der Dienstwagenbesteuerung. Dieser Bruttolistenpreis bleibt inklusive Sonderausstattung, inklusive alles, was so damit dazugehört, fest in der Akte zu dem Fahrzeug sozusagen und wird dann bei allen anderen Fahrzeugen mit 1% versteuert. Und wenn du unter 60.000 bleibst, dann hast du halt den Vorteil, dass du eben diese 0,25 da bekommst, über 60.000 diese 0,5 wegen Elektroantrieb. Das ist ein sehr, sehr toller Anreiz auf der Lohnabrechnung für Dienstwagen. Ich kann euch beruhigen, ich betreue keine Firmen, die Riesenfahrzeuge gekauft haben, sondern ich habe da die kleineren Fahrzeuge mit dabei. Es war wirklich Mitarbeiterbindung. Es war so, ihr müsst verstehen, in der Corona-Zeit haben viele Mitarbeiter sehr schlecht Geld verdient. Das Kurzarbeitergeld oder die Corona-Hilfen, die da geflossen sind, waren nicht immer ausreichend für alle Arbeitnehmer. Es reichte aus, um zu leben. Da sind also wirklich Einbrüche bei einigen gewesen. Und dann stellt euch mal vor, die wollen diese BAFA-Prämie mitnehmen und wollen Auto finanzieren und stehen da bei der Bank und haben halt für die letzten 12 Monate keine optimale Lohnabrechnung dabei, dann ist es toll. Wir haben auch das Gewerbeleasing, da sind ja Angebote, die sind ja total super. Umsatzsteuer wollen wir nicht drüber sprechen, die ist teuer, aber da sind Angebote und die Mitarbeiter bleiben dann lange. Die wollen dann nicht das Auto abkaufen. Na? Klar kenne ich auch Firmen, die dann sagen, ja, aber was soll ich denn mit 50 Autos, die meine Arbeitnehmer nachher kündigen, habe ich 50 Autos auf dem Hof stehen. Bei den E-Bikes hat auch funktioniert. Läuft super. Wie viele Menschen haben wir aufs Fahrrad gebracht, dadurch, dass es auf eine Lohnabrechnung durfte? Die Lohnabrechnung ist ein großer Bestandteil unseres Lebens für das arbeitende Volk. Und da kann man so viel machen, was auch günstig ist für beide Seiten. Wir haben die Pauschalversteuerungsmöglichkeiten. Da ist viel los. Da kann man viel machen. Und deswegen, ich bin bei euch, Dienstwagen, das muss nicht immer das große Bolidenfahrzeug sein. Damit man ein bisschen Stil mitbringt, das soll ja die Firma repräsentieren und so weiter. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass, ich sage jetzt mal so, ein ThyssenKrupp lieber mit einem Tesla oder einem Polestar vorfährt, als dass das dann mit einem Fiat 500. Aber zum Beispiel finde ich toll, die Pflegedienste, die fahren alle so ein E ab. Reicht aus. Die kleinen Fahrzeuge, Kofferraum ist groß genug und die schleppen auch ordentlich Zeug mit. Das muss nicht immer das Große sein. Und wenn die Vertreter, die dann nur mit ihrem Laptop oder so ankommen, kleinen Koffer, einen Kurrewagen, die haben ja keine Ware dabei und lassen die gleich da. Da habt ihr recht. Es muss nicht immer der große Wagen sein. Kann aber auch ein bisschen ein Understatement bringen. Sorry, ich fahre den Polestar trotzdem gerne. Seid mir nicht böse. Ich fahre den wirklich gerne. So, was haben wir denn noch? Jetzt muss ich gucken.
So, und nicht durch große Fahrzeuge, das stimmt. Die Verbindung von deinem Auto ist derzeit verregnet und stockend. Ja, Internet auch ein deutschlandweites Problem. So, dann haben wir noch, ja, das war glaube ich eine Zeit lang, Parkbuchten. Ja, hier sind Parkbuchten. Ich bin keine Bilanzbuchhalterin. Ich bin eine ganz einfache Steuerfachangestellte, die irgendwann bei der Lebensplanung die Fortbildung versäumt hat. Leider. Aber es ist trotzdem ein interessantes Thema. So, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich kann mir nicht aussuchen, einen Teil meines mit einem Witzbeitrag zu versteuern, selbst zwischen 1% für Privatnutzung. Ja. Ja, also es geht. Also bei der Versteuerung, da müsst ihr dran denken, es wird ein Vorteil, den ihr versteuert. Ihr müsst ja nicht etwas Zusätzliches versteuern, sondern ihr bekommt einen Sachgegenstand. Und das ist ein bisschen schwierig. In der Lohnabrechnung denkt man immer, das Geld, was man bekommt, davon geht ein Teil Steuern weg und dann in die Krankenkassen geht was weg und den Rest bekomme ich dann. Und wenn man dann so einen Sachbezug hat, ich habe auf meinem Kanal ein Video, wo das auch erklärt wird, wie das auf der Lohnabrechnung aussieht. Und da tun sich viele schwer, das korrekt zu lesen. Es geht darum, ihr kriegt dann einen Sachgegenstand. Also früher bei den Knechten war das so, die kriegten ja Kost und Logis frei und da mussten Steuern für bezahlt werden. Und da muss der Arbeitnehmer auch seinen Beitrag zu zahlen. Und das ist mega kompliziert für Arbeitnehmer, die sich mit der Thematik Lohnabrechnung nicht auskennen. Also in meinem Job erfahre ich immer wieder, dass es denen einfach nur wichtig ist, was unten netto rauskommt. Und die setzen sich aber nicht mit der Materie auseinander, dass es sehr kompliziert ist, überhaupt erstmal festzustellen, was es brutto ist. Also diese klassische Lohnabrechnung, du arbeitest so und so viele Stunden und dafür kriegst du den Stundenlohn oder du kriegst ein Festgehalt, wenn du 40-Stunden-Woche arbeitest. Klar, die sind super einfach erklärt. Ich mache auch Baulohn. Da gebe ich zwar keine Schulungen, aber das ist wirklich, da sind teilweise die Arbeitnehmer verzweifelt und dann sage ich, sucht euch einen raus, den ihr glaubt, der das versteht, den lasst ihr das erklären und der erzählt euch das dann. Und das macht es in der Dienstwagenbesteuerung, weil dann kommt dann noch die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte dazu und dann wird von der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wird dann noch ein Teil pauschal versteuert. Das ist wirklich anstrengend und wir sind weit, weit entfernt von einer Steuererklärung auf einen Bierdeckel. Das können wir nicht. Das werden wir auch nie können. Da sind wir in Deutschland in unserer Bürokratie und in unserer Steuergerechtigkeit einfach nicht in der Lage, die Gerechtigkeit einfach zu stricken, sondern um allen gerecht zu werden, muss das ausgewogen und berechnet werden. Und da ist Mathematik ideal für geeignet. So, was haben wir denn noch? Man muss neben Streit und Versicherung in Stand auch einen Wertverlust berücksichtigen, den man privat tragen muss, wenn man selber alle Jahre... Ach so. Ja, aber steuerlich betrachtet hat man das nicht in der Dienstwagenbesteuerung. Also egal, wie lange du den Wagen fährst, deswegen sind bei Dienstwagen oft dreijährige Leasingverträge. Danach wird das Auto wieder ausgetauscht. Ich habe das gestern auch in der Podiumsdiskussion gesagt. Damals, das ist glaube ich 20 Jahre oder so ist das her, wo die Dienstwagenbesteuerung eingeführt worden ist. Die gab es vorher so in der Form nicht. Man hat sich gesagt, mein Gott, so ein Geschäftsmann, der packt sich das Auto in die Firma, nimmt sich die Kosten als Betriebsausgaben raus und irgendwie juckelt der privat auch mit rum. Und vor 20 Jahren war es tatsächlich so, dass die Fahrzeuge viel länger im Bestand waren. Also die waren deutlich länger im Bestand als eben 3 Jahre. Sie waren dann 8 Jahre oder älter. Ich hatte in meinem Mandantenkreis damals Fahrzeuge, die waren so kurz vor Oldtimer-Kennzeichen, die waren in 20 Jahre. Und das weiß ich noch, der hat einen Opel Ascona gefahren und musste jetzt 1% für den Neuwert, der war schon 18 Uhr alt, für den Neuwert dort plötzlich versteuern. Und da könnt ihr euch das mal durchrechnen, wenn der Wagen dann so 40.000 D-Mark gekostet hat, im Bruttolistenpreis 1%, 400 Mark oder das dann zu versteuern auf ein Jahresgehalt, das wird dann ja aufs Jahr hochgerechnet, Einkommensteuer, da waren es eher so die Gewerbetreibenden, die Unternehmer, die ihren Privatwagen, nein, die ihren Geschäftswagen auch privat genutzt haben, die da abgegriffen worden sind. Und dann kamen natürlich diese Dienstwagen. Da hat dann irgendjemand gedacht, aber ja, der Arbeitnehmer hat ja auch einen privaten Vorteil davon, wenn er da privat mitfährt. Und so ist das Ganze. Es gab lange Diskussionen über diese 1%. Ewig lange. Ich glaube, noch vor ein paar Jahren war noch mal überlegt worden, sie wieder abzuschaffen, eine andere Regelung zu finden. Und unsere Sozialversicherungskassen sind halt doch relativ geschröpft. Und die haben dann gesagt, also Lohn,
Beiträge für haben. Und so ist das dann geblieben. Und dann gab es ja noch diese Zwischenzeit für Elektrofahrzeuge, wo es um die Akkukapazität, da wurde ja der Akku rausgerechnet. Also Fahrzeug an sich wurde bewertet, der Akku wurde rausgerechnet und jedes Jahr war der dann so abgespeckt wieder oben drauf gerechnet worden. Und habe ich dann auch in meinen Lohnabrechnungen bemerkt, dass die Fahrzeuge viel kurzfristiger in den Firmen sind. Und wurde gestern auch nochmal erwähnt, dass wir so einen hohen Fahrzeugbestand haben und alle die Unternehmen, die E-Fahrzeuge aufkaufen. Und da habe ich eher so dann einen Vorteil draus entwickeln lassen, weil wir eben in der Lohnabrechnung jetzt einen Vorteil gegenüber sonst haben. Also die Alternative, nämlich einen Verbrenner oder ein Elektroauto auf der Lohnabrechnung, dass das Elektroauto deutlich besser für die Haushaltskasse am Ende im Portemonnaie. So, jetzt aber Feierabend hier. Ich wünsche allen, die jetzt noch von der gestrigen Veranstaltung heute unterwegs auf dem Heimweg sind, ganz viel Spaß, fahrt vorsichtig. Es regnet. Also hier regnet es. Ich denke, nach Norden hin wird es allgemein nass. Ich hoffe, mein Stream, der läuft jetzt eine Stunde, viel zu lang, aber hat mir Spaß gemacht. Ein bisschen kurzweilig, die Zeit vertrieben. Ich schmeiß mir jetzt meine Playlist an. Ey, da kann ich hinten auf dem Rücksitz packen und die kann da pennen gehen. Macht ja wieder nichts, die hilft nichts. Hab mich verfahren, muss eigentlich woanders hin, aber egal, mache ich eine Runde, muss ich vielleicht noch einen Ladestopp. Nee, den brauche ich nicht einlegen, aber ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und Daumen, immer Dankeschön. Und ich gucke nachher nochmal im Chat oder in den Kommentarzeilen, was ihr da dann so findet. Stressfrei wird sie auf jeden Fall sein und knitterfrei sowieso. Poldi passt auf mich auf, der macht das ganz gut. Tschüss. Ich muss ja noch mal durch die Kamera hier. So. Okay.